Da krieg ich doch das Kotzen, Alter! So, da sind wir wieder zurück. Ja, ich hab's jetzt geschafft. Sehr gut, du kannst die Ente jetzt in ein Rapsilo abtanken, wo sie sicher gelagert ist. So, halten wir mal an. Ja, das war jetzt hier gerade ein bisschen buggy. Leider. Okay, geschafft. Das Ernten und damit das Tutorial ist abgeschlossen. Eins noch im Spiel. Selbst bleibt nach dem Dreschen sogenannter Schwad auf dem Feld zurück, den du mit Ballenpressen verarbeiten kannst. Genaueres dazu findest du im Handbuch. Viel Spaß im weiteren Spiel. Cool. Ja, das war also das Tutorial. Ja. Okay. Dann können wir ja jetzt mal ganz kurz in die Steuerung schauen. Achso, Tastenbelegung. Kann man nicht ändern. Ah, das liebe ich ja. Wenn man Tastenbelegung nicht mehr ändern kann. So, dann bleibt jetzt auch erstmal die Invertierung an. So, Spiel. Ich denke, das ist auch so ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mit einer Karriere an. Ist jetzt schon sehr spät, ich müsste eigentlich langsam rendern und hochladen. Hä. Naja, egal. Starten wir. Das dürfte jetzt eigentlich relativ schnell gehen vom Laden, weil die Map müsste noch geladen sein. Schönes Hintergrundbild. Alter, wie cool. Ja, habe ich aber alles nicht. So, hier kann ich Schweinis machen, ne? Schweine produzieren und bla bla bla. Hier haben wir Hühner. Hier haben wir den Brunnen. Hier haben wir die Gülle. Das kennen wir ja alles schon. So. Wird Gäste gespeichert. Okay. Hier wird Gerste entladen. Hier wird Weizen gespeichert. Erstmal alles ein bisschen erkunden. Ah, und hier sind die Schafe. Schafe produzieren Wolle. Okay, cool. Was kann man hier machen? Grassamen befüllen oder überschüssiges Saatgut abladen. Ah, hier. Okay. Was haben wir hier? Feldspritze mit Wasser gefüllt. Das kannst du es hier... Fungizid umwandeln, um deine Pflanzen vor Pilzbefall zu beschützen. Okay, Insektizid. Ja, okay, alles klar. Mhm. Also die Feldspritze ist eigentlich dafür da, um das Zeug, also um einfach nur das Feld zu bewässern. Aber man kann da noch Insektizide reintun. So, das hier ist Roggen, ne? Das ist Roggen. Und das hier ist Raps. Roggen kam dazu, das gibt's nicht im Landwirtschaftssimulator. Und das ist Mais, schätze ich mal, ne? Ja. Ja. Das hier ist die Kuhweide.
Wasser. Okay, Wasservorratfutter. Okay. Also hier ist nicht dieser Schwachsinn von wegen mit Häckselgut und Futtermischzeugs, was man alles da beachten muss. Sondern hier ist es einfach so, ja. Dass man, dass man einfach den Mais geben kann zum Futtern. Ich frag mich, was passiert, wenn wir denn hier oben hingehen. Okay. Hier kommt man also nicht hoch. Das ist also nicht geplant, ne? Ja, das sind hier auch alles 2D-Texturen dann schon da oben. Die eigentlich im Hintergrund stehen sollen, logischerweise. Okay. Könnte mich natürlich jetzt wieder über die 2D-Texturen aufregen, aber... Ich meine... Normalerweise fällt es ja nicht auf, weil man da ja eh nicht hin soll. Aber hier soll jetzt noch einmal sagen, das Spiel sei depressiv. Die Lichtstimmung ist um einiges geiler als im Landwirtschaftssimulator. Vielleicht nicht die Farben, aber dafür... Dafür die Lichtstimmung, wie ich schon gesagt habe. Der Händler ist normalerweise im Dorf. Das Dorf ist da drüben. Da müssen wir dann gleich mal gucken. Ich weiß nicht. Ich verspüre hier gerade echt so ein Feeling, wie es immer beim Landwirtschaftssimulator ist, wenn ich, dieser Drang, etwas zu erkunden. Okay. Die Maus-Sensibility könnte noch ein Ticken weiter runter. Kann ich das... Wird das jetzt hier gespeichert? Tatsächlich. Oder ist es auch hier nicht? Doch, hier wird es gespeichert. Okay. Machen wir einfach mal auf 0%. Mal gucken, was passiert. Ja, muss ich meine DPI runterstellen halt. Wenn alles nichts hilft. Aber anscheinend... Na Gott, nee, da ist aber das im Menü so scheiße. Ich will gar nicht wissen, wie es jetzt ist. Wow, es ändert sich gar nichts. Doch, im Fahrzeug, die Kamera. Aber draußen ändert sich nichts. So, und jetzt schauen wir mal. Also, wenn ich jetzt die Maus nach oben bewege, dann geht das Bild quasi von hier nach unten. Jetzt gucke ich mal, was das Invertieren bringt. Wenn ich jetzt nach oben schiebe, geht's nach oben. Das ist aber nur in Fahrzeugen. Auch mal wieder. Also wenn ich den Fahrzeugen nach oben schiebe, dann... Nee, das ist komisch so. Da müssen wir es invertieren anlassen. So. Alles klar, aber ansonsten muss ich fast sagen, dass wir das vielleicht auf 15% machen. Ja, ansonsten eigentlich alles fit. Alles super. So, hier haben wir nämlich unsere Karte auch mal. Okay, und hier können wir quasi die Felder verwalten. Ja, okay.
Felder, okay. Tiere. Kann man hier verwalten? Kühe, Schafe, Schweine, Hühner. Oh, Schweine kamen quasi hinzu. Ja, auch nicht schlecht. Vorspulen bis 2. März. In Bearbeitung durch Helferfelder im Besitz. Standort. Erntereif. Oh, das ist ja cool. Tja, die Frage ist halt... Ja. 4 Wochen kann man vorspulen. Also quasi einen Monat. Und das soll halt auch verschiedene Jahreszeiten tatsächlich geben. Darüber wurde jetzt aber gar nicht wirklich was gesagt. So. Aussteigen. Okay. Fahrzeug lackieren. Und das ist wiederum etwas, wo ich ganz ehrlich sagen muss. Mega, mega cool. So, was machen wir denn hier mal? So ein Rot. Felgenfarbe, was machen wir denn da? So blau. Okay, schauen wir mal, wie das aussieht. Das ist ja cool. Hey, das ist voll geil. Warte mal, dann machen wir hier mal nicht ganz so krass. Farbwert, Farbsättigung. Machen wir mal hier so ein Schwarz. Dann machen wir hier mal so ein, weiß nicht, so ein bisschen was Leichteres. So, so leicht. So vielleicht. Und dann können wir hier... auch die Farbsättigung einen Ticken rausnehmen. Oh, geil, ein schwarzer Traktor, ey. Wer wollten nicht schon immer mal haben? So, und ich habe jetzt voll Bock, wie bei LS damals, einfach erstmal hier durch die Landschaft zu fahren und einfach mal, ja, zu erkunden. Einfach mal ein bisschen rumzudüsen und ein bisschen so hier rumzugucken, wo denn was hinführt. Also das führt quasi in den Feldertrakt. Da oben, dann gehen wir erstmal ins Dorf und schauen mal, was es da so gibt. Kann man Schilder umfahren? Nee, kann man nicht. So, diese Tunnel sind bei Fist Games so, ja, ziemlich üblich. Das sind richtig schöne Bilder, die die gemacht haben für den Hintergrund. Wie lang sind denn die Ladezeiten zwischen den Leveln? Ach, guck mal, das geht voll klar. Sie haben zwar gesagt, große, offene Spielwelt. Okay.
bisschen creepy, aber... Okay, da kann überall getankt werden. Okay, cool. Kann man denn hier aussteigen? Einfach sagen, alles klar, ich renne jetzt hier drüber. Offen, Leute, offen. Offene Spielwelt, ja klar. Offen am Arsch. Also, solange es nicht so ganz so doll das Spiel kaputt macht, habe ich nichts dagegen. Boah, das Dorf ist cool. Ist in so einer Mauer drin. Mhm. Ja, okay, was haben wir denn hier? Schauen wir erstmal ein bisschen in unserem Dorf um. Ach, guck mal, hier ist der Metzger. Beim Metzger kannst du deine Tiere verkaufen. Ah, guck mal hier. Okay, das lohnt sich natürlich nur, wenn man die Tiere dann schon gezüchtet hat. Also, es gibt hier wohl halt wirklich die Möglichkeit, dass Tiere... Ah, Grain Shop. Silo verkauft. Kaufen. Was heißt denn hier Silo-Verkauf? Ach so. Okay. Was ich voll cool finde, dass man hier voll die krassen Background-Informations bekommt. Nicht Informations. Information bekommt. Und hier kann man. Sagen, alles klar. Man kann das also vom Silo verkaufen. Also was im Silo ist, kann man verkaufen. Man muss das Zeug nicht mehr wegfahren. Irgendwie. Was insgesamt eigentlich gar nicht mal so scheiße ist, weil... Ja, es letztendlich einem auch irgendwie doch nur auf den Sack ging. Hm. So, und hier ist der Tierhändler wirklich. Okay, finde ich cool. So, jetzt ist die Frage, gehen wir erst da oben hin? Hm. Oder wie machen wir das? Gehen wir erst da oben hin? Was ich witzig finde, vom Bauernhof aus kann man wirklich überall in jeden Trakt gehen. Moment. Und von hier aus? Lol, das ist ja witzig. Die Map ist so konzipiert, dass man von jedem Gebiet in jedes beliebige Gebiet kann. Wenn man da ist, kann man dahin, aber auch dahin, aber auch dahin. Wenn man da ist, kann man... Ja, ist ja ist cool. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich würde sagen, wir fahren erstmal hier oben hin. Also das Dorf haben wir jetzt gesehen, Leute. Mit unserem geilen, blecken Auto. Die Spielwelt wird ein bisschen leer. Oh, warte, ich habe da hinten noch was vergessen. Die Spielwelt wirkt ein bisschen leer. Weil, ja. Es eben halt an Leuten fehlt. Und, ja. An fahrenden Autos oder irgendwas. Verstehe ich nicht, warum sie das nicht mit reingebracht haben, weil in anderen Spielen von ihnen haben sie es ja auch drin gehabt. Nochmal kannst du... die Produkte deiner Tiere wie Eier, Wolle, Milch verkaufen. Oh, das ist ja cool. Moin. Na? Alles gut? Hm.
So, einsteigen. Dann fahren wir jetzt erstmal. Fahren wir jetzt erstmal oben zu den Feldern. Schauen mal. Ah, der Landmaschinenhändler ist auch hier. Na, guck mal einer, guck. Traktoren. Okay. Boah. Okay. Was schade ist. Dass ich die ganzen Sachen hier schon habe und dass es keine besseren. Es gibt keine besseren Sachen. Das ist schade. Es gibt keinen besseren Flug, keinen besseren Grubber. Man muss immer mit diesen komischen kleinen Dingern rumgammeln. Das finde ich schade. So, jetzt gucken wir aber auch nochmal hier, ob es hier noch irgendwas Besonderes gibt. Auf dem Weg hier zu dieser Straße. Nö. Ich habe halt gedacht, weil da halt der Händler war, auf dem Teil der Strecke. Das vielleicht auch bei dem anderen etwas wäre. Aber das kann ich jetzt wohl verneinen. Oh, wir schauen uns weiter um. Es kommen sehr viele neue Projekte auf meinem Kanal oder beziehungsweise neue alte Projekte, wie zum Beispiel Spin Tires in letzter Zeit. Und ich weiß auch gar nicht, vielleicht kommt auch schon Rollercoaster Tycoon World mittlerweile auf meinem Kanal. Weil laut Amazon soll es ja am 24. März rauskommen. Willst du bei Nachtarbeiten, schalte einfach Scheinwerfer und Arbeitslichter ein. Joa. Gutes Argument. Thumbnail übrigens, alle Leute, die sich wundern, ja, das ist ein Thumbnail, was, was keine Spiel, kein Spiel zeigt, sondern Realität, ja. Und, ja. Ich habe mir überlegt, dass ich viel öfter einfach mal. Okay. Ja, okay, so geil sind die Spiegel auch nicht, wie die funktionieren. Also. Und die Performance ist auch gar nicht so geil, wenn ich auf die Felder gucke. Aber Hashtag YOLO. So. Also hier haben wir jetzt also unsere Felder, hier ist unser Farmbereich. Hier können wir quasi uns austoben. Hier können wir... Ja. Felder bestücken, ernten, alles Mögliche. Tun und lassen, was uns gefällt. Sobald wir denn die Felder gekauft haben. Okay, ja. Dieses Feld steht zum Verkauf. Ja. Ich will aber halt erstmal gucken. Also ein ganz dickes Minus bekommt das Spiel halt schon mal auf jeden Fall, dass es keine Open World ist, ne? Das ist klar. Aber ein ganz dickes Plus bekommt das Spiel durch seine vielen neuen Ideen.
Und ja, es wird sich zeigen, ob das Spaß macht, das Spiel, ja. Also wenn wir dann in der nächsten Folge dann auch anfangen, wirklich zu arbeiten, dann denke ich, können wir dann einen Eindruck gewinnen, ob denn das Spiel was taugt oder nicht. Weil, oh. Das dadurch halt feststellbar ist. Nee, aber so von dem, vom Map-Design her, muss ich sagen, es sieht gut aus. Ist halt schade, dass keine Open World ist, schon, wie gesagt. Weil... Ja, es wäre halt schon echt cool. Und, ja. Naja, machst du nix. Vielleicht im nächsten Teil. Vielleicht wird dann der Entwickler wieder gewechselt. Oh, ist gerade kein Wind. Aber warum drehen die Windräder nicht? Sehr schade. Ich habe aber irgendwie auch das Gefühl, dass in den Trailern alles irgendwie anders aussah. Die komplette Map sah irgendwie anders aus. Keine Ahnung. Okay, da ist ein leeres Gebäude. Also hier bei den Feldern gibt es wirklich gar nichts, außer Felder. Ja, so viel ist jetzt schon mal klar. Okay, windstill anscheinend gerade. Fahren wir hier durch die Pampa. Guck mal, hier haben wir einen Fluss. Ja, den kann ich aber auch nicht begehen, ne? Weil alles abgesperrt. Ja, Leute, also ob ich noch mich mit dem Spiel anfreunden kann, das wird sich in nächster Zeit zeigen. So, jetzt sind wir wieder hier auf unserem Hof. Und... ja, guck mal. Ich hoffe einfach mal, dass noch ein paar neue Fahrzeuge hinzukommen, also nachgepatcht werden. Und vor allen Dingen das Menü vom Fahrzeughändler noch ein bisschen überarbeitet wird. Das muss dann halt auch sein. Ach doch, hier wurden die Aufnahmen gemacht wahrscheinlich, auf diesem Gebiet. Ui. Naja. Was ist denn das? Leute, was ist denn hier los? Ey, Leute, hier ist jetzt nicht etwa eine unsichtbare Wand, oder? Nee. Aber die Sounds, die sind ordentlich, muss man sagen. Da kannst du doch nichts sagen, eigentlich. So, da haben wir einen Friedhof. Naja. So, ich würde aber einfach mal sagen, ich stelle jetzt erstmal meine Fahrzeuge hier ab und speichere dann erstmal. Ich meine, wir haben jetzt hier halt ein bisschen, ja, Treibstoff verschwendet, würde ich sagen. Haben ein bisschen die Welt erkundet, beziehungsweise die Welt erkundet. Ja, und das war's auch schon. Und das wird
mit Huge Free Game World angeworben, Leute. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, aber das ist schon ein bisschen Betrug. Weil Huge, Open, Also, von der Welt bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber nicht vom Spiel. Also ich denke, dass ich mich dem noch anfreunden könnte. Kommt ganz drauf an. Wir werden es sehen. Für mich wird es jetzt eine lange Pause. Das heißt, für mich geht es morgen dann weiter. Ich werde jetzt erstmal hier die paar Folgen rendern und dann hochladen. Und dann sind sie wahrscheinlich, die erste Folge um 0 Uhr online. Super. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Und ja. Ich bedanke mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hier beim Professional Farmer 2017 oder Landwirtschaft 2017, die Simulation. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.